Drei lange Jahre haben die Kichelner warten müssen, ehe an Pfingsten das olympische Feuer auf dem Hof Steilmann wieder entzündet wurde. Endlich war wieder Bauernolympiade. Unter dem Motto „Das Leben ist ein Spiel, Kichellen spielt mit“ traten am Pfingstsonntag wieder 100 Teams in 7 Spielen gegeneinander an. Ja, seit circa einem Jahr treffen wir uns regelmäßig zu der groben Planung. Die letzten 4 Wochen haben wir uns fast einmal eine Woche getroffen und die letzten circa 1,5 Wochen jeden Tag irgendwie aufzubauen. Nachdem am Samstagabend bei der Parade noch einige Regenschauer vom Himmel kamen, wurden die Olympioniken am Sonntag mit herrlichem Kaiserwetter belohnt. 6 Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, um Geschick, Schnelligkeit und Ausdauer unter Beweis zu stellen. 7 Spiele hatte sich das Komitee wieder ausgedacht. Blinde Kuh, Glücksrad oder 4 gewinnt wurden gespielt. Aber natürlich in typischer Bauernolympiade-Manier. Ja, wir mussten auf 2 Besenstiele einen Ball balancieren und weitergeben durch verschiedene Rohre. Wir mussten Bälle über ein Wasser graben, dann über Reifen, dann über ein Netz in einen Behälter bringen und dann musste dieser Ball weiter befördert werden. Anstrengender als ich dachte. War schon echt krass. Also mein Herz, der ist am Limit, aber hat super viel Spaß gemacht, war cool. Ja, wir mussten ein bisschen Moped fahren, vorher das Moped betanken. Die Jungs sind gut gelaufen, haben gut geschluckt, da sind wir eh im Training. Ja, und dann haben wir das Ding hier, denke ich mal, locker runtergewonnen. Ne? Bereits seit 1987 gibt es die Bauernolympiade. Ins Leben gerufen wurde sie von den alten Herren der Landjugend, um eine Art Spiel ohne Grenzen für Kichelner Kegelclubs, Stammtischrunden und sonstige Vereine zu veranstalten. Während bei der ersten Olympiade nur 19 Mannschaften antraten, wurde der Wettbewerb von Mal zu Mal beliebter. Bei der 12. Auflage waren es ca. 1000 Teilnehmer in 100 Teams. Das Besondere bei der Olympiade ist Bier und Spiele. Ja? Also die Kombination einfach aus diesen sportlichen Aktivitäten. 2 Tage mit überwiegend coolen Leuten verbringen. Geiles Wetter, ein bisschen was zu trinken, ist überragend. Die Gesellschaft, dass man viele Leute trifft und die Spiele jetzt natürlich und die feiern am Abend. Wir sind ja alle eine Familie sozusagen hier in Kichellen und wir freuen uns da 3 Jahre drauf. Immer wieder toll, immer wieder besonders, weil wir die ganzen Menschen zusammen einfach Spaß haben. Wir lassen mal unsere Probleme alle mal weg. Und machen einen richtig schönen, geilen Tag. Geile Leute, geile Stimmung. Was will man mehr? Das Geile ist einfach Kichellen und Kichellen spielt hier mit. Und Team und alle haben sich lieb. Das ist geil. Wir leben einfach. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch eine eigene Hymne für die Olympioniken. Das Team von Orhans Abseitsfalle hatte den Ohrwurm extra für die Veranstaltung geschrieben und aufgenommen. Wir haben in den letzten Jahren immer ziemlich geile Karren gebaut und dieses Jahr wollten wir was anderes machen. Und da wir ein aufstrebendes musikalisches Nachwuchstalent vom Bierkönig direkt verpflichtet haben, haben wir ihm einen Song auf den Leib geschrieben. Bau, Bau, Bau-Olympiade sind gestern hier bei der Weltpremiere von der Menge gefeiert worden. Und alles als goldene Schallplatte im nächsten Jahr wäre eine schwere Enttäuschung. Natürlich wurden am Abend auch wieder die Gewinner geehrt, die in den Spielen die meisten Punkte sammeln konnten. Platz 1 bei den Männern ging in diesem Jahr an den KC Vollgas sofort. Bei den Frauen hatten die Datteln im Speckmantel die Nase vorne. Anschließend wurde bis tief in die Nacht gefeiert.